Diese Weide habe ich vor ein paar Monaten mal am Balkon ausgebuddelt und hier eingepflanzt. Und wie man sieht, steht sie noch, hat sich gut eingefunden in ihrem neuen Zuhause und hat inzwischen auch viele neue Blätter entwickelt. Bin ich mal gespannt, wie sie in ein paar Jahren aussehen wird. Fix. Kennt ihr den See noch? Da bin ich schon letztes Jahr in meinen Vlogsbahn gegangen. Damals stand leider noch hier der fette Baum. Aber über dessen Fällung habe ich mir schon in anderen Videos ausgelassen. Aber die Natur findet immer einen Weg. Schau, hier kommt schon wieder frische Triebe raus. Das heißt, die Pflanze an für sich, das Lebewesen, ist noch nicht tot. Cheres Bemühungen an Land zu kommen, nehmen auch langsam Gestalt an. Ist was? Ne, ich filme mir nur mal. So, hier, du musst damit leben, hier, dass alles im Internet abgebildet wird. Es gibt keine Privatsphäre mehr. So eine Lichtstimmung liebe ich ja, wenn abends am See die Sonne relativ niedrig steht. Das grüne Schilf, der See so von der Sonne eingeleuchtet, alles schon in orangenes Licht getaucht. Beautiful. So müssen Sommerabende aussehen. Dann noch grillen gehen über dem Lagerfeuer. Geiler geht's gar nicht. Dennoch findet sich auch an solchen Orten immer wieder der ein oder andere Hurensohn, der einfach eine Milchtüte in den Bach wirft. Aber gut. Verschiedene Menschen, verschiedene Eigenarten. Hier habe ich mal ein Fotoshooting mit einem Kumpel gemacht. Ich finde Schilf richtig geil für ein Fotoshooting, weil es einfach, guck mal, wie geil es aussieht. Es sieht aus, als wäre es in Bewegung, obwohl es total starr steht. Geil, oder? Wer kennt dieses Schild noch, sucht einfach in YouTube nach dem, was dieses Schild hier in Worten ausgesprochen bedeutet. Dann findet ihr meinen Vlog dazu. Hier habe ich mal einen Kurzfilm gedreht, der heißt His Damnation. Zu finden auf meinem Filmkanal. Diesen Bach hier habe ich einfach schon immer geliebt. Soweit ich mich zurückerinnern kann. Sowohl die Passagen hier, wo er durch den Wald fließt und durch sein unglaublich klares Wasser besticht, auch wenn die Aufnahme gerade übelst unscharf ist, als auch an den Stellen, wo er entlang des Feldes fließt und dort durch dieses grüne Kraut besticht. Guck mal, der blaue Himmel, der sich spiegelt, das grüne Kraut, es ist einfach so ein geiles Farbenspiel. Und dieses Kraut hat so was übelst Mystisches. Das habe ich auch in meinem Angelverboten-Vlog mal erklärt, was ich damit verbinde. Fichtenwälder pflanzt man hier zu... Wow. Hey! Fichtenwälder pflanzt man hierzulande hauptsächlich. Weil Fichten so schnell wachsen und man deswegen schnell Holz aus ihnen gewinnen kann. Darum findet man eigentlich kaum dermaßen dicke Fichten, die noch nicht gefällt wurden. Aber schaut euch die mal an, ey. Das ist, glaube ich, die fetteste Fichte, die ich überhaupt hier so im Umkreis kenne. Und auch wunderschön, dieser gebogene Ast hier und wie Lametta hängen die Zweige hier runter bis zum Bach, der gesäumt ist von einem richtigen Schilfwald, das bis hoch zur Kuhweide reicht. Also der bis hoch zur Kuhweide reicht. Hier haben wir auch schon einen ziemlich alten Holunderbusch, der echt schon ziemlich dicke Stämme hat, dafür, dass ein Holunder ist. Und in solchen Höhlen hier drinne leben gerne Fledermäuse. Ich glaube, das, was hier neben diesen schwarzen Schnecken noch drin liegt,
was man im Video leider nicht so gut erkennen kann, ist sogar Fledermauskot. Das heißt, hier oben in dieser Höhle drin leben wahrscheinlich Zwergfledermäuse. Hier auf diesem Steg sitzend habe ich auch mal ein Video aufgenommen. Das heißt, die Verbindung zur Natur. Und alle, die es gesehen haben, dachten, ich wäre bekifft. Aber bin ich nicht und war ich auch nicht in dem Video. Ich bin einfach so, versteht ihr? Viele halten mich ja ehrlich gesagt für einen Kiffer. Was ich aber nicht bin. Ich bin einfach so, versteht ihr? Ich brauche da keine Drogen für. Und ehrlich gesagt finde ich sogar ein bisschen schade, dass man einem nüchternen Menschen sowas nicht zutraut. Man kann auch nüchtern sein Bewusstsein erweitern. Weil die Dschungelexpedition hier, tief hängende Äste, unter denen man durchschlüpfen muss, Dickicht um uns herum, undurchdringbar, Brennnesseln, von vielen gehasst wegen ihres Effekts zu brennen, aber eigentlich eine wichtige Heilpflanze. Viele sagen ja auch, ihr wirklich einzige negative Eigenschaft ist, dass sie brennt. Würde sie nicht brennen, dann wäre sie zu perfekt, um echt zu sein. So, und die Samen hier, die kann man auch essen. Wir haben ziemlich viel Protein und hier gibt es eine Amphibienwanderung. Hier haben wir Mädelsüß. Kann man auch ohne Probleme essen. Hier war ich mal mit Freunden und bin stecken geblieben. Beziehungsweise irgendwie mein Kumpel ist hier im Sumpf stecken geblieben. Der war noch ein bisschen jünger. Und ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass irgendjemand stecken geblieben ist. Und auf der anderen Seite des Sees dort hinten, da war ich in der ersten Klasse oder so mit meiner Großtante und einem Freund. Und der ist wirklich richtig stecken geblieben, so bis zu den Knien oder so. Und mein Großteil so, scheiße, was machen wir jetzt? Ich so, jo, schlüpf aus deinen Gummistiefeln raus. So aus deinen Gummistiefeln raus und in den Socken in den Sumpf zurückgerannt. Die stecken da wahrscheinlich heute noch irgendwo drin. Ach ja, Stories, Erinnerungen, die an diesem Ort hängen. Gebt euch das Seil hier. Versuchung hoch 10. Da reinschwingen. Ich weiß nur nicht, ob es tief genug ist, also müssen wir ausprobieren. Aber auf jeden Fall eine richtig geile Konstruktion. So, abchecken, ob der Ast noch Blätter hat. Nicht, dass der abkracht, wenn man da dran hängt. Jo, aber hier stabile Eiche, die hält das aus. Probieren es einfach. Da haben sich bestimmt schon größere Fettsäcke dran geschwungen und die hat es auch rausgehalten. Das kriegt man hin, komm. Im Zweifelsfall haben wir einfach ein lustiges Video. Komm, wir schauen mal, wie es tiefentechnisch ausschaut. Also man wird schon ein paar Meter in die Richtung fliegen. Aber nicht so tief. Das ist halt die Frage, man. Ist es dort hinten wirklich tief genug, wo man landen wird? Kritisch. Kritischer Sachverhalt. Ich gehe jetzt hier hoch. So, und von hier aus würde ich mir ja dann schwingen. Und jetzt lauf mal, guck, und ich würde ja dann ungefähr so schwingen bis, Achtung, Seil kommt, schwingen bis, jo, bis irgendwo ganz weit draußen. Ja, also man wird auf jeden Fall noch weiter geschleudert als bis dahin. Das ist schon mal klar. Also ich berühre noch mit den Zehenspitzen im Boden hoch. Ja, okay. Ja, das würde ja schon reichen von der Tiefe her, denke ich. Jetzt nicht mehr. Ja, okay. Also so weit werde ich auf jeden Fall geschleudert. Schaut mal. Ja, ja. Ja. Das geht schon, das geht. Also, ab geht's. Da kommt man ewig. Unser Schwanger bis Adress Ende der Zeit. Das wird dann nur übelst schwindelig. Ich habe gerade einen Testschwung gemacht. Wie weit man so kommt, und man kommt auf jeden Fall weit genug. Man muss sich so einer Sache nur sicher sein. Lebst noch, kein Problem. 3, 2, 1.
Loslassen! Jawohl! Ist doch geil, oder? Jetzt bin ich gerade froh, dass ich es gemacht habe, Mann. Ich habe es nicht bereut. Und guck dich meine Schere an. Ich bin gerade so weit geflogen, dass es schon gar nicht mehr ganz auf dem Bild drauf war. Darum wird der Schere jetzt mal vom Ufer aus mitschwenken. Das war jetzt geil. Oder wie hat es dir gefallen? Jo. Ich liebe sowas, man. So wassersportartige Sachen. Oder das ist eine dumme Beschreibung, aber irgendwie so Sachen auch so vom Steg in den See reinjumpen und so. Richtig geil. Aber am geilsten ist einfach echt, sich mit dem Seil reinzuschwingen, weil du fängst am Land ran an. Und noch geil ist natürlich, wenn man noch ein längeres Seil hat, dass man wirklich richtig weit auf den See hinausfliegt und dann platsch rein.